Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige im dritten Sonntag nach Epiphanie ist das ergreifende Wunder der Heilung des Leprakranken uns, wir wollen sagen, zur Anbetung gegeben, indem wir Jesus Christus als Gott anbeten, der dieses Wunder wirkt. Und dieses Wunder hat eine besondere Konnotation. Es wird darauf auch hingewiesen, dass Jesus Christus vom Leprakranken nicht verlangt, dass er glaubt. Oft wird eben also verlangt, dass er glaubt, sondern auf das Bekenntnis des Leprakranken hin. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Die Antwort Jesus Christus, ich will es, sei heil, sei gesund, sei rein. Erkennen wir in dieser furchtbaren Krankheit der Lepra, die ja ein Dahinfaulen und Dahinsterben und zumindest Dahinabfallen der Glieder ist, etwas mit Schmerzen verbunden und mit unausstehlichem Geruch des modernden Fleisches. Da aber eben der Leprakranke auf der Haut Flecken hat. Es ist also nicht immer die ganze Haut eindeutig mit dieser Farbe überzogen, sondern es sind Flecken, teilweise gesundes Fleisch, das dann von der Lepra angegriffen wird und dann fault und abfällt. Drum wird die Leprakrankheit schlechthin mit der Häresie verglichen, also mit dem Wenigerwerden und des Abhandenseins des Glaubens oder seiner Leugnung. Nun ist aber eben der Glaube eine Gnade. Es ist der Glaube eine Gnade. Es ist nicht, mein Herr, jetzt komme ich her und gebe dir ein bisschen Glaube und dafür machst du mich gesund. Nein, weil ich kann nicht Gott den Glauben geben, den ich nicht habe, sondern ich kann nur in dem von Gott begonnenen Glauben, dem Glauben entsprechend, Gott bekennen. Gott hat Christi bekennen. Und dieses große Geheimnis, dieses beglückende Geheimnis der Gnade, und zwar als Glaube. Denn wohl sind es drei verschiedene Tugenden, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Aber es ist alles drei Gnade. Es ist nicht, wenn ich glaube, dann bekomme ich die Gnade. Der Glaube ist Gnade. Und deshalb, liebe Gläubige, ist diese Heilung des Leprakranken das Geschenk, das Bild des Geschenkes der Gnade, die wir unverdient bekommen. Auch deshalb ist an diesem dritten Sonntag wird der Brief des heiligen Apostel Paulus an die Galater gelesen, wo der so berühmte Satz zu lesen ist: und sollte euch irgendwer und auch ein Engel etwas anderes lehren, was ich euch gelehrt habe, oder einen anderen Glauben geben, den ich euch gegeben habe, der sei ausgeschlossen, anathema sind. Und der heilige Apostel Paulus behauptet und sagt das, weil er sagt zu den Galatern: Ich wundere mich, dass ihr so schnell von einem Evangelium zu einem anderen übergeht. Und dieses andere Evangelium, was ist dieses andere Evangelium? Das sind die Christen, ihr Galater Christen, die aber vom Judentum kommt und meint, ihr müsst unbedingt, um das Evangelium zu bekommen, müsst ihr unbedingt das mosaische Gesetz erfüllen. Das heißt, als ob es von euch abhinge, den Glauben zu bekommen, das Evangelium zu bekommen. Und davon spricht der heilige Paulus wie von einem anderen Evangelium.
Und wer immer das ist, der euch das lehrt, Anathema sieht, der sei ausgeschlossen. Und dann kommentiert der heilige Augustinus den Brief des heiligen Apostel Paulus an die Galater und eben sagt, dass unter diesen Galatern waren welche, also die von der Beschneidung kamen und die somit nur dem Namen nach Christen waren, denn sie hatten das Geschenk der Gnade, das Benefizium der Gnade noch nicht gehalten und deshalb wollten sie die Christen unter das Joch des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes stellen. Nun aber war ja dieses Gesetz war ja gegeben, nicht um die Sünde zu nehmen, sondern auf die Sünde aufmerksam zu machen. Das war der Sinn des Gesetzes. Und das Alte Testament und das mosaische Gesetz und die Offenbarung im Alten Testament wusste wohl, dass die Erlösung noch kommen musste im Messias. Und somit das Befolgen des mosaischen Gesetzes hat den Sinn gehabt, Sünder bin ich, in der Sünde lebe ich, aus ganzem Herzen bereite ich mich auf die Erlösung vor. Gewiss, ich muss schon jetzt nach dem Gewissen leben und nach dem Gesetz lebend auch im Hinblick auf die zukünftige Erlösung des Messias jetzt schon in der Gnade, jetzt schon in der Heiligkeit leben. Im Hinblick auf den zukünftigen Messias. Nicht Kraft des Gesetzes und der Regel, die ich umsetze. Und das hatten diese Judenchristen nicht verstanden und wollten die neuen Christen also unter das mosaische Joch geben. Und somit war diesen ersten Christen, den Galaterchristen, derselbige heilige Paulus suspekt, sagt der heilige Augustinus, weil er eben selber nicht mehr das mosaische Gesetz befolgt hat. Und er fügt hinzu, der heilige Augustinus, auch in Rom, auch im Römerbrief, geht es um diese Judaisierung des Christentums seitens der Juden. Nur sagt er, war das verschieden. Da war es also so, dass die Juden gesagt haben, bitte, wir waren brav, das ganze Alte Testament, wir haben das Recht auf das Neue Testament, auf Jesus Christus, auf seine Erlösung. Aber ihr wart ja Heiden. Das heißt, ihr seid Christen zweiter Klasse. Die Christen haben gesagt, nein, ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen, wir sind die Besseren, wir müssen den Vorrang haben vor euch, denn ihr habt sie ans Kreuz geschlagen. Es stimmt, dass sie ihn ans Kreuz geschlagen haben, es stimmt auch, dass die Heiden nicht unter dem Gesetz gewesen sind, haben aber trotzdem alle beide Unrecht. Weil beide haben nicht kapiert, dass man die Gnade, die Erstgnade, nie und niemals verdient. Und das ist ein großes Geheimnis, ein beglückendes Geheimnis, an dem man nicht scheitern darf. An dem aber wiederum der Luther gescheitert ist. Denn Luther, vor lauter behaupten, ja, die Gnade ist ja unverdient und nichts tue ich vorher, damit ich mir die Gnade verdiene, hat er dann so weitergeführt, da sie ganz unverdient ist und nicht eine Folge meines Wirkens ist, ist also auch nach der Gnade ganz normal, dass ich weiterhin sündige. Und hat gesagt, sündige fest und glaube noch fester. Der arme Mann, der Verzweifelte. Aber wenn wir diese Realitäten betrachten, zuallererst und zuallerobst, das Geschenk der Gnade und dann das Meinen, dass ich die Gnade verdient habe. Oder dann zu meinen, ich habe sie mehr verdient als ein anderer. Oder gar zu meinen, ich bin eh in der Gnade, darum darf ich mir ja auch erlauben zu sündigen. Das heißt, dass man vom Christentum, von der Gnade, von Gott, von der Sünde sehr wenig verstanden hat.
Und so ist es zu bemerken, dass auf spiritueller, psychologischer Ebene viele Christen so unglücklich sind, weil sie psychologisch als Juden leben. Weil sie meinen, die Gnade bekommen sie deshalb, weil sie das tun, was sie tun. Anstatt mit dem heiligen Augustinus zu verstehen, dass die Gnade die Sünde hinwegnimmt, nur dann, wenn in der Gnade des Glaubens aus Liebe gehandelt wird. Mein Weinen über meine Sünde ist schon Gnade. Und wenn ich meine Buße verrichte, das ist Gnade. Und wenn ich auf meine Sünden aufmerksam gemacht werde und in mir das Gewissen sich regt und aufgrund Gottes es beichten, es bekennen, es büßen will, das ist schon Gnade. Das ist nicht irgendein Verdienst von mir. Und somit ist es leider Gottes sehr unnütz, wenn mit Hast, mit Eigenwillen, mit Selbstsucht auch Gebete verrichtet. Darum ist es notwendig, dass man die Gebete in Sammlung, in Gegenwart Gottes, in Dankbarkeit, im Gnaden des Glaubens, im Gnaden des Glaubens, welche in der Liebe handelt, verrichtet. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass wenn wir von Glauben sprechen, dann müssen wir von lebendigem Glauben sprechen. Gewiss ist der Glaube jene Tugend, die unseren Verstand erleuchtet, weil sie Gegenstand unserer Erkenntnis ist, übernatürliche Erkenntnis dann. Aber diesen Glauben, das Wissen um die Glaubenswahrheiten, das wissen wir ja, haben ja auch die Dämonen und sind verdammt. Insofern kennen die den Glauben weit besser, als große Theologen ihn kennen. Aber der Glaube, der hier gemeint ist, ist der Glaube als Gnade und die Gnade haben die Dämonen nicht. Und jener Glaube als Gnade, der dann Prinzip ist des Handelns in der Liebe, weil ich kann ja nichts tun und wollen, das ich ja nicht vorher kenne. Liebe Gläubige, das sind große Geheimnisse, an denen wir ja erst dann beginnen zu ermessen, was es heißt, sich Modernist zu rühmen. Denn der Modernist negiert ja den Unterschied zwischen Natur und Übernatur. Für den Modernisten ist ja das einfache Denken und das Glauben die gleiche Ebene. Das natürliche Wollen und das übernatürliche Wollen die gleiche Ebene. Und somit ist für den Modernisten Gnade Natur und Natur Gnade. Dass das natürlich nicht rettend ist, sondern verderbend, das liegt auf der Hand. Und somit wird die Religion eine zwar religiöse, aber dann doch natürliche Angelegenheit. Und was ist der Beweis, dass für diese Modernisten die Religion eine natürliche Angelegenheit ist? Weil sie sehr gern mit dem Islam, mit dem Buddhismus, mit jeder anderen Religion vergleichen und sich mit ihr messen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, letzte Reise einen Bischof, sozusagen Bischof, der modernen Amtskirche kennenzulernen auf einem Parkplatz, der aber sehr ein wirklich demütiger und auch frommer Mann ist. Umso mehr war ich erstaunt zu erkennen, mit welcher auch Offenheit und Einfachheit er gesagt hat, nein, die Riten, die Religionen, das ist so wie die Farben, es gibt viele Farben. Und in der Harmonie der Farben macht sich das Ganze und somit ist es auch mit den Religionen.
Der Islam, nein, das ist ein soziales Problem, es ist kein religiöses Problem. Mit einer Einfachkeit, mit einer irgendwo auch eine Lauterkeit, wo man vor 60 Jahren, wenn dann irgendwo Norddeutschland bei einem guten Protestanten gefunden hat, der im guten Glauben, im Protestantismus aufgewachsen ist und das gut meint, so hätte man mit einem Protestanten gesprochen. Hier, das ist ein Diözesanbischof in Italien. Und noch einmal, sozusagen ein guter Diözesanbischof. Einfach, demütig, bescheiden. Also nicht irgendwie, dass er sich irgendwie da wichtig machen wollte. Sondern felsenfest überzeugt von dem, was er sagt. Was für ein Zeichen ist, dass die moderne Amtskirche vor Christus ein Leprakranker ist. Und somit auch die Gnade bekommen muss, dass sie zu ihm wieder aufschreit und sagt, du kannst mich heilen, heile mich. Und Christus sagt ihr dann, ich will, sei rein, aber geh an die Konfession, an die Kathedra Petri und bekenne den katholischen Glauben. Und werde wieder katholisch. Aber Gläubige, vergessen wir also nicht, dass der Glaube eine Gnade ist und nicht das Verdienst ist von unseren vielen Studien und Betrachtungen. Denn selbst wenn ich sage, ja, ich bin auf den Glauben gekommen, weil ich habe sehr viele Bücher gelesen und zum Schluss bin ich drauf gekommen, dass der katholische Glaube der wahre ist. Das stimmt, das hast du gemacht, du hast gelesen, aber es hat dich ja schon längst Gott geführt. Du hättest ja können genauso irgendwo stecken bleiben und irgendeinem Guru auf den Leim gehen. Drum vergessen wir nicht, Gott jeden Tag auf Knien zu danken für den Glauben und das Gnadenleben als Gnadenleben zu leben und nicht als Knechtsleben. Im Namen des Vaters und des Sohnes, Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.